Nach dem Internet möchten wir euch direkt zeigen, die Fotofunktion. Dafür klappen wir das Telefon einfach mal zu, schieben die Linse auf und wählen als Motiv unser nächstes Handy, das Nokia 6730, was wir ausführlich gleich auch zeigen werden. Hierfür wählen wir einfach ganz normal unser Fotomodus aus und anhand des Autofokus schießen wir das Foto dann. Also ich sehe es recht klar von der Qualität. Was wir machen werden, wir werden das Foto definitiv einmal auf der einen Seite einmal releasen, sodass ihr das Video einmal selber sehen könnt, sodass ihr das Foto einmal richtig sehen könnt. Da habt ihr dann die Möglichkeit, richtig zu sehen, wie die Qualität ist. Was wir als nächstes an Multimedia ansteuern werden, ist die Musikgeschichte. Dafür klicken wir einfach auf unseren angelegten Widget und sagen Musikbibliothek 1. Einen Song hat er ja schon drin, aber ja, wie ich befürchtet habe, geht er nochmal in die Suche rein. Einer da hinzugefügt. Wir gehen mal unter Interpret rein und hören uns mal auf Testweise die Qualität einmal an, wie die Qualität ist. Ich mache mal ganz laut. So, also auch recht klar vom Klang aus her hört man die Qualität vom Song. Bei so einem Telefon, welches 32 GB mit sich trägt, macht das durchaus Sinn, seine ganzen Tracks aufzuladen, weil auch die Wiedergabe recht gut ist. Wir gehen mal hier zurück, haben wir das getestet. Was ich gerne noch testen würde, ist die Navigation von Nokia. Dazu klicken wir einfach direkt auf diesen Icon hier oben, der nennt sich Karten. Karten ist die Navigation von Nokia. Haftungsausschluss, ja, akzeptieren, nicht mehr anzeigen, immer online gehen. Ihr könnt das immer auf immer nein machen, also niemals fragen, falls ihr keinen Datenflat habt oder keinen Datentarif habt. Wir sind jetzt in einem Raum, definitiv gehe ich davon aus, dass wir hier kein Signal empfangen werden. Als GPS-Signal. Was ich aber gerne testen möchte, ist einmal die Suche. Sprich, ich drücke mal auf Option. Suchen. Und wir geben mal eine ganz beliebte Straße in Hamburg ein. Das ist die sogenannte Münckebergstraße. Die tippen wir mal gleich hier einmal ein. Mal gucken, ob er die findet. Suchen. Macht gleich eine Online-Suche daraus. Tatsächlich hat er wirklich einen U-Bahnhof gefunden, aber auch ja, die Straße. Wir klicken mal hier rauf, dann fragt er uns, wie möchtest du da hinkommen, hingehen, hinfahren. Können wir hingehen sagen. Ja, jetzt würde er tatsächlich die Route berechnen. Was aber leider nicht klappen wird, da wir kein Signal hier unten haben. Das beenden wir mal einmal. Als nächstes möchten wir euch einmal den Ovi Store zeigen. Der Ovi Store ist eine Art App Store von Nokia. Leider ist er nicht so umfangreich belegt wie der App Store von Apple. Aber laut Nokia sollte auch in diesen Monaten, kommenden Monaten, was Neues kommen. Er will sie ja mal updaten. Das machen wir als erstes mal und sind gleich für euch zurück. Inzwischen hat der Ovi Store sich abgedatet. Wir klicken mal rauf und gehen mal direkt auf den Ovi Store. Tatsächlich, jetzt zeigt er auch wirklich das Ovi-Logo an. Verbindung wird aufgebaut. Wir stellen mal einmal die Datenschutzerklärung zu. Hier sehen wir jetzt eine kleine Vielfalt von Programmen, die kostenlos dargeboten werden. Wir klicken auf Programme und tatsächlich gibt es auch kostenpflichtige Programme, einige Business-Programme, einige unnützige Programme, aber auch einige coole Programme wie Opera Mini, die man sich installieren kann. Denn bekanntlich ist Opera Mini der beste Browser, der beste mobile Browser nach Safari auf dem iPhone. Klicken wir auf Spiele.
Leider haben wir keinen richtigen Aubi-Account, sodass wir das einmal testen können. Aber einfach anmelden und schon geht's los mit den Downloads. Das war soweit von Oprah. Das war soweit von Ovi. Gehen wir mal hier zurück, beenden dies. Die letzte Funktion, die ich euch noch zeigen möchte, gerade wenn man so ein Multimedia-Telefon bei sich hat, nun möchte man auch diese E-Mail-Nutzung machen. Dafür gehen wir in Messaging rein, weil wir jetzt unsere SIM-Karte reingelegt haben von Vodafone und aber auch einen Vodafone-E-Mail-Account haben. Klicken wir einfach auf Vodafone-E-Mail und richten uns diesen ein. Ansonsten könnt ihr beliebige Accounts einrichten, die per Pop oder per IMAP abgerufen werden. Ihr könnt aber auch das Nokia Messaging benutzen, das ist dann eine Art Push-E-Mail, was kostenfrei ist, aber auch wirklich sensationell schnell funktioniert, ähnlich wie BlackBerry. Wir machen mal hier auf Option, Mitteilung verfassen, auf E-Mail. Klappen wir die Tastatur auf und wir machen mal einen kleinen Test, wie wir schreiben können. Schreiben wir einfach mal Hi, Enter. Dies. Ist ein Test. Also lässt sich ja wirklich super schreiben. Natürlich braucht man teilweise Gewohnheit dafür, dass man hier fließend schreiben kann. Aber macht schon Sinn, wenn man so ein Multimedia-Telefon bei sich hat, womit man E-Mails surfen kann, E-Mails nutzen kann, surfen kann, Musik hören kann, Fotos schießen kann, Navigation, alles in einem drin ist. Die Bedienung recht freundlich ist über ein Touchscreen oder über eine Querztastatur. Um den Speicher man sich keine Sorgen machen muss, da hier 32 GB schon eingebaut sind. Und wenn es mal nötig ist, dann baut man noch 16 GB anhand einer Speicherkarte rein. An sich so ein Top-Telefon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke erstmal schon mal für das Zuschauen. Und solltet ihr Fragen haben zu dem Telefon, das haben wir definitiv die nächsten Wochen noch einmal zu dem Test hier, dann schreibt uns einfach erstmal an auf unsere Seite www.bestboys.de. Herzlichen Dank.